gesagt, dass niemand das sagt. Idem ja sa 60 godina. Pa, znam. Na Novi Zeland ide to. Pa to nam je naš Vučko to dozvolio, jebi ga. A mi smo tu malo izginuli onda ono. Willkommen zurück aus dem Kosovo. Heute werden wir uns ein bisschen den ländlichen Norden anschauen, nachdem wir im städtischen Nord- und Südmitrovica waren. Und wir werden hier mal in Zvečan anfangen. Ja? Das ist das Wahrzeichen von Zvečan, die Burg bzw. Festung von Zvečan. Oben gibt es eine serbische Flagge. Die ist natürlich oben nicht gern gesehen. Da ist die Gefahr groß, dass sie entwendet wird. Und ich weiß gar nicht, ob die oben bewacht wird oder so. Das da unten schaut ja aus wie so eine Gated Community, die neu gebaut wird. Da unten gibt es ein Tor, wo man kontrolliert wird. Und dann fährt man da rein und das sind alles neue Häuser da. Und wie gesagt, die neue Kirche, also komplett neu gebaut und auch umzäunt, ja. Der Weg ist hier überall umzäunt. Also wird es wohl wieder für neue Einwohner gebaut worden sein. Wow, schaut euch mal die kleine Kirche hier an. Hat jemand selber gebaut anscheinend. Schaut ja mega schön aus. Also wirklich schön. Das ist ja mal was Innovatives. Schönes selbstgebautes. Wow, echt gut gemacht. Wir haben es geschafft. 15 Minuten später sind wir bei der serbischen Flagge von Zvečan. Und hier die Überreste von der Festung. Wow. Wieso müssen eigentlich Festungen immer so hoch sein? Und ich dachte eigentlich, die Flagge wird bewacht. Aber tatsächlich wird die Flagge nicht bewacht und die ist größer als ich gedacht habe. Aber die muss ja auch groß sein, wenn man sie von unten sieht. Und hier die alten Festungsmauern. Und gehen wir noch mal schnell, oh, irgendwas ist mir ins Ohr geflogen, gehen wir noch mal schnell auf die andere Seite und schauen uns das an. Und diese Gated Community ist ja viel größer als ich gedacht habe. Also da oben ist ja noch was. Also da entsteht ja so ein richtiges kleines Dorf mit so einem Amphitheater in der Mitte, mit der Kirche. Und interessant, ob die Leute dann vielleicht hier wieder zurückziehen in den Kosovo, die in die anderen serbischen Städte geflohen sind nach dem Krieg. Wow, und schaut euch mal die alte Mine von Trepčan. Da geht ja gar nichts mehr. Also das ist ja interessant. Was ist das für ein Material? Vielleicht kann mir das jemand in den Kommentaren beantworten. Ich habe keine Ahnung, aber es schaut auch so gruselig aus, weil es so schwarz ist. Und schaut mal her, die alte Mine mit dem riesigen Rohr. Da schaut schon alles irgendwie so verlassen und verrostet aus. Wirklich schade. Ich meine, die Leute sagen immer, sie haben ihre Freiheit bekommen. Aber ist es eine Freiheit, wenn so ein Stolz, der früher so viele Leute versorgt hat, Arbeitsplätze geschaffen hat, einfach so verwahrlost ist, wenn die ganze Bevölkerung nach Westeuropa zieht und dann vielleicht nur in den Ferien hierher kommt. Zurück war Svetog Djordja, Kosovo, Srbija. Ja? Sa verom u Boga, mit Glauben an Gott. Und da unten ist auch nochmal so eine kleine serbische Flagge. Und wundert mich, dass der Ort nicht bewacht wird. Ja? Eigentlich ist so ein Ort wirklich prädestiniert, dass die falschen Leute hierher kommen und sowas entwenden. Und da die serbische Flagge auf dem Berg bzw. auf der Festung von Zvečan. Ich zeige euch noch kurz mal mein Mietauto, was ich mir beim Flughafen Pristina geholt habe. Wie immer, anscheinend habe ich ein glückliches Händchen, wurde ich upgegradet und habe einen größeren Wagen bekommen. Also eigentlich hatte ich was kleineres gemietet, ich glaube so ein VW Polo oder Opel Corsa oder irgendwie sowas. Und habe einen Dacia bekommen, ja, einen größeren, auf jeden Fall gut. Ich würde auch wirklich empfehlen, hier im Kosovo ein Mietauto zu holen, weil alles ist eigentlich nah beieinander, die Straßen sind wirklich okay. Also auf jeden Fall ein Mietauto holen bei den Preisen und ihr könnt halt viel mehr anschauen. Jelojo Schradi. Radi. Radi. Ne, ja sam došao malo da gledam ovdje okolinu pa da snimim malo pa.
A zašto snimaš to sve? Pa snimam moje putovanja. Aha. Da. A odakle se? Pa živim u Nemačkoj. Aha. Da. Wir sind jetzt in Zvečan angekommen und als erstes schauen wir uns mal diese schöne Kirche an. Wobei, im Kosovo kann man meistens die Kirchen nicht innen filmen, ja, so wie ich das mitbekommen habe. Aber schaut hier wirklich nice aus. Mit dem auf Deutsch Heiligen Georg da oben. Auch eine nette Geschichte. Hier ein Gedenkstein für die Menschen, die bei den NATO-Angriffen ums Leben gekommen sind. Und hier noch ein paar Graffitis. Also jeder, der sich mit dem Balkan auskennt, weiß wahrscheinlich, wer das ist. Hier haben wir das Dom Kulture. Das habe ich euch ja in Estland ausgiebig gezeigt. Gibt es ja auch in Zvečan und heißt Dom Kulture Trepča, wegen dem Bergwerk. Und vielleicht kann man später noch in den Garten gehen. Das soll jetzt aber nicht das Interessante sein, sondern das Rathaus. Ja. Das Rathaus ist ja in den Medien dargestellt als Ort der Gewalt. Und ich weiß gar nicht, ob ich so jetzt filmen kann, weil da stehen jetzt ein paar Polizisten, KFOR-Mitarbeiter und so, die das schützen. Und ich schaue jetzt mal lieber in den Garten rein und dann werde ich mich mal vorwagen und schauen, ob ich das Rathaus filmen kann. Und hier noch so ein kleiner Zug von dem Bergwerk. Also es war wirklich früher der Stolz. Ja. Trepča, da seht ihr es. Da das Zeichen von der Mine 1972 und das ist immer das Grün-Schwarze. Das sind die Zeichen bzw. die Farben von Trepča. Und wieso ist das Rathaus so ein heikler Ort? Die Politiker hier haben ihre Ämter abgelegt, als es diesen Streit um die Kennzeichen gab. Und dann wurde ein albanischer Bürgermeister gewählt, weil sich die serbische Bevölkerung nicht an den Wahlen beteiligt hat. Und dann gab es deswegen massive Proteste. Der Bürgermeister hat sich dann drin verbarrikadiert. Die KFOR musste eingreifen, die Polizei musste angreifen. Und seitdem ist es ein streng bewachter Ort, weil immer wenn es Proteste gibt, die Proteste dort sind. Also die Brücke in Mitrovica und das Rathaus, das sind wahrscheinlich die heißesten Orte, nenne ich es mal, hier im Nordkosovo, wo man bei Demonstrationen nicht unbedingt sein sollte. Aber ich denke, hier nach Zvečan kommen eh keine Touristen. Die meisten besuchen eigentlich nur Nordmitrovica und das war's. Und keiner schaut sich eigentlich die anderen Orte hier im Nordkosovo an. Schon krass. Und jetzt kommt einfach mal so ein gepanzerter Wagen hierher. Und vorher war es ja noch viel, viel bewachter. Vorher gab es hier überall Absperrungen, aber jetzt sind die alle weg. Was gibt es sonst zu Zvečan zu sagen? Also hier sind viel ältere Leute, also in Mitrovica waren viel jüngere Leute. Hier ist der Altersdurchschnitt viel, viel älter. Für die jungen Leute gibt es hier wahrscheinlich weniger Arbeit als in Mitrovica. Und wie in Mitrovica ist sehr viel los vor den Banken, weil man kann nur einen bestimmten Betrag bei den Banken abheben, weil ja Kosovo den Dinar verbieten will. Ich habe vorher mit der Rezeptionistin im Hotel gesprochen und sie meinte, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Dinar hier im Kosovo völlig verschwindet. Und das ist halt schon schade. Also die wirtschaftliche Situation für die Menschen ist ja hier eh nicht so gut. Und wenn dann noch der Euro kommt, wenn sie vielleicht ihre Renten nicht mehr bekommen können, ihr Gehalt und wenn alles noch teurer wird, ja, es wird ja auch alles viel, viel teurer, wenn der Euro kommt. In Dinar ist ja alles noch günstiger und wenn der Euro kommt, wird halt alles aufgerundet. Und dann wird halt die wirtschaftliche Lage schon sehr schlecht und ich könnte mir dann vorstellen, dass es leider dann vielleicht politische Probleme wieder geben wird. Rolan, sve nešto pitam. Čuo sam da ovdje ima negdje grafiti sa Putinom. Znate možda gdje? Ovo je naš tački iz prestonice. A su ti vidio ovdje negdje da ima slika Putina? Kao da ima čašu ruku i pije kao. Na zdravlje. Ja nisam, ja sam generala. Po Mitrovici možda ima Putina, ovdje nema. Nisam vidio. Nema, a? Po Mitrovici možda. Možda je negdje drugdje onda. Ništa, hvala. Ništa. Koji su do sad radili naši. Znači oni koji ne mogu ući u općinu moraju tamo u šator. Pa to nam je naš Vučko to dozvolio, jebi ga.
A, mi smo tu malo izginuli onda ono, ne? Na, na, vidio sam na televiziji, da. I ne, veća si lopičko, a tebe. A kakva je situacija sada? Gdje ću ja, gdje ću se da, a? Mojim? Gdje idem ja sa 60 godina, gdje pa, idem? Pa, znam. Na Novi Zeland gdje idem. Da, da. E, imam ovdje kuću, imanje i sve ove. Ali naši su pogrešili što su skinuli uniformi, oni naši, oni onda ono kad je bilo... Kad su bili sve srpski policajci. Mm. Pa da, protesti onda... I onda skinuli su uniforme da. I dali su ostavke, trte vrte i sad pilas ne možda da se vratila. Mm. Oni su organizovali izbore, nije izašlo uopće, ni 1% izašlo ovaj... A kako je ovdje sad vidim, ovdje svako radi kao taksista, a? Nema posla. Ja radim u Trepčeku, dobro, ovo je privremeno ovako, mm. Nije, nema tu. A ova Trepča još tamo radi kao fabrika, Trepča kako? Fabrika, pa radi tamo, lepo sam su rudnici. A ko to drži? Srbi. Srbi? Aha. Tu su ja u Srbiji dok nas i tu ne istere. Aha, ja sam mislio da se to već ono kao... A ova tamo fabrika je to još pa radi ili... To je, uopće, ona sad ne radi. Ta prašina odnosi teraz za Nemačku, za Ljubemu, gdje dolaze mm. kamioni iz Poljske. Pa to ti je olovo, to se odmah pravi granate sa tim, znaš. Hm. To je skupo sad. Ništa, hvala, doviđenja. Jedno. Das, was jetzt hier Zvečan, Zvečan ist viel, viel kleiner als Mitrovica. Es ist eher so ein Dorf. In Mitrovica hatte man dann wirklich das Gefühl, dass man in der Stadt ist. Und hier ist halt wirklich ältere Bevölkerung. Und hier die ehemalige Mine von Zvečan, die wahrscheinlich nicht mehr in Betrieb ist. Wobei, ich sehe gerade so einen Radlader, der fährt. Aber wenn ihr euch das mal anschaut, würdet ihr sagen, die ist noch in Betrieb? Also auf jeden Fall nicht Maximalbetrieb, ja. Also wirklich, schaut mal her, da zerfallen. Dieser kaputt, keine Fenster mehr. Hier ist wahrscheinlich auch seit Ewigkeiten kein Zug mehr vorbeigefahren. Also echt schade. Und da, das abgebaute Material. Wahnsinnig großer schwarzer Berg. Habe ich ja von oben von der Burg gesehen. Da dieser riesen Schornstein. Der schaut von oben noch größer aus als von hier unten. Und wirklich schade, was daraus geworden ist. Die ganzen Bergarbeiter. Fabrikarbeiter sind jetzt wahrscheinlich Taxifahrer hier in Zvečan. Also die Hälfte der Stadt arbeitet, glaube ich, als Taxifahrer, die andere Hälfte irgendwie als Verkäufer im Kiosk. Und ich erzähle euch jetzt nochmal eine ganz besondere Sache, weil wir hier ein bisschen außerhalb jetzt sind, beziehungsweise am Ortsausgang, Eingang. Es gab hier eine Reklame, wo die Ehrenbürger von Zvečan abgebildet waren. Und diese Ehrenbürger waren keine anderen als Novak Djokovic, Alexander Vucic und Wladimir Putin. Welche Stadt kann von sich behaupten, Wladimir Putin als Ehrenbürger zu haben? Die Frage ist natürlich, wird Wladimir Putin Zvečan kennen? Ich bezweifle es. Aber schon krass, ja? Also, dass solche bekannten Persönlichkeiten hier Ehrenbürger sind. Novak Djokovic, der bekannte Tennisspieler, weil sein Vater ursprünglich hier aus Zvečan kommt. Und Vucic und Putin natürlich wegen der Politik, ja? 2-3 Wochen vor unserer Tour wurde diese Reklame leider entfernt. Also das wäre was, glaube ich, ziemlich Interessantes, was ich euch zeigen könnte. Aber wie gesagt, die Regierung von Kosovo hat leider die Reklame entfernen lassen. Das war es jetzt hier aus Zvečan. Wir fahren jetzt weiter. Ich weiß gar nicht wohin. Ich glaube, ein Kloster schauen wir uns jetzt an, hier in der Nähe von Zvečan. Und da wären wir beim Manastir, bei dem Kloster Sokolica, auch hochgelegen, aber der Weg war okay, also der Weg war überhaupt nicht problematisch. Ich hoffe nur, dass man da reingehen kann. Es schaut aus, als wäre es zu. Werden wir gleich sehen, ob das offen hat und ob wir reingehen können. Wo ist der Eingang? Ah. Super, ist ja doch offen. Und genau unterm Kloster habe ich kosovarische und albanische Flaggen gesehen. Ja, hier gibt es auch viele albanische Dörfer. Ich weiß gar nicht, was das da unten ist. Vielleicht schaue ich mir das auch an, ja. Anscheinend auch irgendwas, was für die albanische Bevölkerung wichtig ist. Weil da seht ihr die blaue kosovarische Fahne und die rote albanische Fahne. Wir werden mal da auch gleich runtergehen und schauen, was das ist.
drinnen war jetzt gerade eine Nonne und ich wollte jetzt nicht unbedingt filmen, weil, wie gesagt, in den Klöstern und in den Kirchen darf man drinnen eigentlich nicht filmen. Draußen ist es in Ordnung und es sah wirklich super schön aus, wie die anderen Kirchen. Schaut mal. Leider wenig Besucher, aber es ist halt top gepflegt alles. Schaut mal. Also wer sich für Kirchen interessiert und Geschichte, der ist hier auf jeden Fall im Kosovo richtig. Und hier auch die Kirche, wirklich schön. Und das finde ich halt schade, dass Klöster bei politischen Problemen immer mit reingezogen werden. Ich meine, was können die dafür, dass andere, meistens Politiker, so viel Probleme machen? Und ich meine, das ist nur eine Nonne, die verbringt ihr Leben hier im Kloster. Und dann greift man solche Leute an. Natürlich will man die anderen verletzen, indem man ihre Klöster angreift. Aber ich meine, die Menschen, die haben mit sowas eigentlich am wenigsten zu tun. Jetzt gehen wir mal runter zu dem albanischen Monument. Kann man hier runtergehen? Jetzt muss ich mal schnell schauen, wie man da runterkommt. Ah, da ist so eine Treppe. Wieso gehe ich eigentlich nicht zur Treppe? Weil nicht, dass man sagt, dass ich mir nur eine Sache anschaue und die andere nicht. Deswegen will ich mal jetzt sehen, was da unten ist. Also ganz klar zu erkennen, dass es hier nichts Orthodoxes ist. Dann gehen wir mal rein. Isa Bulletini. Weiß ich gar nicht, was das ist. Muss ich mal nachschauen. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was dieses albanische Denkmal war. Da war eine Reportage bzw. ein Interview und ich wollte da nicht stören. Also konnte ich nicht so viel filmen. Ich habe dann die Reporterin gefragt, was das genau ist. Und sie meinte, das ist von so einem albanischen Held. Circa vor 100 Jahren oder so war das sein Haus. Und ich glaube, er ist auch dort beerdigt. Und es sah schon nice aus, also gut hergehalten. Leider nichts in Englisch. Also ich habe nichts verstanden. Drinnen war schon viel auf Albanisch geschrieben. Also die Albaner werden wahrscheinlich eher wissen, wer das ist und auch lesen können. Aber ich konnte es nicht so gut verstehen. Und das war wirklich typisch für den Kosovo. Also das war wirklich typisch für den Kosovo, dass hier oben das orthodoxe Kloster ist und unten dieses albanische Denkmal. Und dass man von dem Kloster aus nicht zu dem Denkmal gehen kann oder andersrum. Also man muss so einen komischen Weg nehmen. Ich weiß gar nicht, ob das Privatgrund ist oder keine Ahnung. Und eigentlich ist beides nebeneinander, aber doch getrennt. Genau wie Mitrovica. Genau nebeneinander, aber getrennt, ja. Bevor ich aber nach Reposavić weiterfahre, will ich euch noch mal kurz die andere Seite von den Trepčamin zeigen. Das schaut ja aus wie von einem anderen Planeten oder sowas. Also ist ja pechschwarz, glitzert ein bisschen. Und vielleicht hat jemand besser in Chemie aufgepasst als ich und kann sagen, was es ist. Und es ist halt auch frei zugänglich, gar nicht umzäunt oder sowas. Interessant, ob das Material noch verarbeitet wird oder ob das einfach hier ewig schon rumliegt. Keine Ahnung. Hier haben wir einen neuen Punkt, weswegen es Streit in Zvečan gibt. Oh, Hunde. Ich habe Angst vor Hunden. Bisschen vor wilden Hunden. Auf jeden Fall hier, wegen solchen Schildern, da seht ihr Zvečan, aber mit lateinischen Buchstaben. Die kosovarische Regierung hat hier die ganzen Ortsschilder umtauschen lassen, also die in Kyrillisch waren und die sind jetzt alle in Lateinisch. Und natürlich steht auf Albanisch immer der Ort auch drauf und das ist hier fast überall ausgeschwärzt, wo ich war. Und es gibt keine Ortsschilder mehr oder Schilder, die auf Kyrillisch sind. Da oben seht ihr übrigens Jarinje, das ist die Grenze zu Serbien. Also das ist quasi das letzte Dorf, wo man dann wirklich tatsächlich in Serbien ist. Wobei wieder Definition, was ist Serbien, ist ja hier in Kosovo unterschiedlich. Und natürlich da, wo die albanische Bevölkerung ist, da sind die serbischen Sachen durchgestrichen. Und da, wo die serbische Bevölkerung die Mehrheit darstellt, da sind die albanischen Ortsnamen durchgestrichen bzw. geschwärzt. Wir sind jetzt endlich in Reposavić angekommen. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Die Kirche Svetog Vasilija. Schaut euch die mal an. Schaut echt nice aus.
das ist Patriarch Pavle. Das war das orthodoxe Oberhaupt, das gestorben ist 2009. Also schon krass, ich war jetzt gerade beim Rathaus und da war um das Rathaus Stacheldraht, also es war jetzt nicht umzäunt, aber der Stacheldraht lag schon bereit. Ich glaube, das Rathaus war mal umzäunt. Es ist hier viel mehr KFOR-Präsenz, ich habe jetzt schon ein paar Autos mehr gesehen. Ich bin auch an so einem Militärcheckpunkt vorbeigefahren, die haben jetzt da nichts geschaut oder so, einfach nur langsam fahren und die schauen die Fahrzeuge und so weiter. Also hier ist auf jeden Fall schon mehr Präsenz als in den Orten, wo ich vorher war. Und zwischen Svetschan und Leposaj war jetzt nicht so viel los, also es waren vielleicht so einzelne Häuser, aber nicht größere Dörfer, und das ist jetzt hier das nächstgrößere Dorf, und ich glaube, wir werden auch dann wieder zurückfahren. Einen letzten Stopp werden wir noch machen, und viel mehr, glaube ich, gibt es auch Richtung Grenze nicht zu sehen, weil die ganzen Dörfer, die jetzt noch kommen, ziemlich klein sind. Also dafür, dass es hier ein wahnsinnig kleiner Ort ist, sind ja hier mega viele junge Leute unterwegs. Sehr hip angezogen, sehr cool angezogen. Also eigentlich genau wie in Mitrovica. Und hier werden wir essen gehen. Restaurant Hajdučki Konak. Soll ziemlich nice sein und sieht auch schön aus. Schön mit der KFOR essen. Also meine ehrliche Meinung, ich kann das Restaurant nicht empfehlen. Ja, ich habe zwar gelesen, das soll nicht unbedingt ein Geheimtipp sein, weil das Restaurant ist schon bekannt. Es soll aber ziemlich gut sein. Und es sah zwar schön aus, aber das Essen war nicht so. Die Suppe, Telecia Chorba, war okay. Also es war in Ordnung. Also es war Durchschnitt. Aber die Cevapcici mit Kaimak und der Kaimak, oh, das war nix. Also sorry. Die Cevapcici haben geschmeckt, wie als wären die beim Rewe aus dem Gefrierfach geholt worden. Und auch der Kaimak hat nicht so frisch geschmeckt. Die Pommes sind zu spät gekommen. Für Sättigen war es okay. Aber ich würde dieses Restaurant nicht unbedingt empfehlen. Ist auch nicht ganz nah, ja, ist ein bisschen abgelegen. Ich wollte es halt probieren, weil es halt viele gute Bewertungen hatte. Aber ich muss auch ehrlich sein, wenn mir was nicht schmeckt, dann muss ich auch sagen. So, wir sind jetzt bei unserem letzten Stopp. Wir sind jetzt beim Kloster Banska. Vor einem halben Jahr gab es hier so einen kleinen Zwischenfall, wobei so klein war der gar nicht. Und zwar gab es eine Auseinandersetzung zwischen, ich würde sagen, militanten Rebellen, wie soll man das nennen, und der kosovarischen Polizei. Ein kosovarischer Polizist ist sogar gestorben. Ich weiß nicht, wie viel auf der anderen Seite gestorben sind. Und die Rebellen haben sich dann in diesem Kloster verschanzt. Das Kloster Banska hat leider zu. Ich wollte jetzt auch von draußen nicht filmen, weil ich habe mit einem gesprochen und der meinte, diese letzten Ereignisse sind noch zu frisch. Und deswegen hat die Kirche zu. Es kann sein, dass die sonntags auf hat. Das hat alles natürlich ein schlechtes Licht auf das Kloster geworfen und deswegen ist es halt auch zu. Und der Einwohner meinte, letztens wollten welche nur rein und eine Kerze anzünden. Und dann kam schon die Patrouille und hat die rausgeschickt und die durften da nicht rein. Und ich denke, wir beenden jetzt hier unser Video. Also es war ein langer Tag. Ich habe ziemlich viel jetzt im Norden gesehen. Ich habe fast alles gesehen, was ich sehen wollte. Vor allem die Städte Svetschan und Leposaj. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch einen Einblick bekommen in das andere Kosovo. Also nicht nur Pristina, Prizren und so weiter. Manche schauen sich an Mitrovica an. Aber diesen Norden von Kosovo schaut sich fast keiner an. Ja, es gibt, glaube ich, wenig YouTuber und allgemein fast kaum Touristen, die sich den anschauen. Eigentlich nur Gläubige, die hier pilgern, um sich die Klöster und die Kirchen anzuschauen. Und ich wollte es mir mal so im Allgemeinen anschauen. Ja, also war ein schöner Tag. Hat mir echt gut gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch auch gut gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.